Es ist Fight Week. Ein letztes Mal, 2024, sprechen wir über einen UFC-Pay-Per-View. Und damit herzlich willkommen, lieber Kampfgeist, MMA. UFC 310 steht an, der letzte Pay-Per-View, der letzte Titelfight 2024. Und deshalb springen wir auch sofort in die Fightcard. Ja, Leute, Alexandre Pantoja gegen Kai Asakura ist unser Main-Event. Ramonov gegen Ian Garry ist das Co-Main. Und insgesamt, wenn man jetzt ganz, ganz, ganz nach unten geht bei UFC 310, dann sind das alles Namen, die man ja irgendwie doch kennt. Oder das ist ja irgendwie so ein bisschen das Komische bei 310. Das sind gar nicht mal so schlechte Fights, ja. Haben wir ganz unten in den Prelims Clay Guida. Wie alt ist denn der? Hat der schon die 40 geknackt? Der ist ja auch schon uralt. Was hat denn der für eine Bilanz? 38 zu 21. 38 zu 21 und 41 Jahre alt, ja. Clay Guida ist ja gefühlt einfach schon seit Ewigkeiten dabei. Leute, 38 zu 21. Wir haben Michael Chiesa, The Maverick. Ja, The Maverick Michael Chiesa. Der hat doch zuletzt gegen Tony gewonnen, oder nicht? Naja, hier, Win gegen Tony Ferguson im August. Davor gegen Kevin Holland verloren. Ja, also das sind alles Namen, die kennen wir natürlich als UFC-Fans, ja. Early Prelims Chris Weidman ist ja auch ein Disrespect. Ich mag Weidman ja nicht so ganz, ja. Weil der beamt sich seinen Weg zum Sieg durch Eye-Pokes. Das heißt, Eye-Pokes ohne Ende. Das war hier gegen Bruno Silva. Das war so ein skurriler Fight. Chris Weidman ballert da Eye-Poke nach Eye-Poke. Und er ist dann derjenige, der sich schlussendlich über Bruno Silva beschwert hat. Von wegen, ach, jetzt stell dich doch nicht so an. Come on, Chris Weidman. Das war sehr unsportlich in seinem letzten Fight. Ja, hat sich natürlich gefreut über seinen Eye-Poke-Win. So, dann haben wir normale Prelims. Hey, Movsaif Loev gegen Aljamain Sterling. Leute, was macht Aljamain Sterling in den Prelims? Was macht er in den Prelims? Loev, 18 zu 0. Also wirklich, hier kämpft jemand, der steht 18 zu 0 gegen einen Ex-Champion mit mehreren erfolgreichen Titelverteidigungen. Der Fighter hat in den Prelims nichts zu suchen, vor allem irgendwo in der Mitte der Prelims. Irgendwo in der Mitte der Prelims. Sterling, seine letzten Fights, Win gegen Kevin Cater. Ja gut, verloren gegen Sean O'Malley. Win gegen TJ Dillashaw, gegen Piotr Jan, gegen Henry Cejudo, nochmal gegen Piotr Jan, gegen Corey Sandhagen. Sterling ist legit. Evloev hat zuletzt gegen Arnold Allen gewonnen. Ich weiß noch damals die Ansage von Dana White. Dana White meinte ja irgendwie, das wäre einer der langweiligsten Fights, die er je gesehen hat. So langweilig war der Fight eigentlich gar nicht zwischen Allen und Evloev, aber wer weiß, wo Dana White da gerade hingeguckt hat. Vicente Luque gegen Temba Gorimbo. Ey, wir sind hier immer noch in den Prelims, das ist ja das Skurrile. Temba Gorimbo bekannt dafür, so ehrlich müssen wir sein, dass er pleite ist und dass The Rock ihm dann ein Haus geschenkt hat. Vicente Luque bekannt dafür, dass Jeff Neal war das doch. Jeff Neal hat ihm da wirklich ein bisschen Hirnschäden reingeknallt. Also Vicente Luque wurde gesperrt nach diesem Jeff Neal-Fight, weil man davon ausgegangen ist, dass er Hirnschäden davongetragen hat. Das ist kein Witz, das ist kein Larifari, das ist wirklich so gewesen. Der Fight zwischen Luque und Belal Muhammad, das war der erste Fight von Belal, damit wir da kurz diesen Exkurs machen, wo Belal wirklich allen gezeigt hat, dass er sich weiterentwickelt hat, weil Belal hat Vicente Luque im Stand besiegt, ne? Ja, das war hier der Fight gegen Vicente Luque. Danach hatte Belal tatsächlich einen TKO-Win, wo auch keiner dran glauben konnte, dass das noch passiert. Ja, es sind alles, ihr merkt ja schon, das sind alles ja Namen, die kennt man und die mag man, das sind aber alles, jetzt außer Evloev gegen Sterling, weil ich glaube, die beiden, die werden da im Featherweight noch ein bisschen was aufmischen, aber ansonsten sind das Namen, die kennt man, sind es aber nicht die weltenbewegendsten. Dasselbe wie hier im Main Event, Dominic Reyes gegen Anthony Smith. Dominic Reyes, so einen tiefen Fall gehabt, nachdem er da gegen Jones verloren hat. Denn, guck mal, da hat hier gegen Chris Weidman gewonnen, das war ein Win, hat gegen Volkan Özdemir gewonnen, dann kam halt der Fight gegen Jones und das war halt eine sehr knappe Decision. Und dann Niederlage Błachowicz, Niederlage Jiří Prochazka, Niederlage gegen Ryan Spann. Und was für eine Niederlage gegen Ryan Spann, Leute. Der ist da zusammengefaltet worden mit dem Knockout. Verrückt, dass das November 2022 war. Jetzt hat er zuletzt gegen Dustin Jacoby gewonnen mit einer guten Performance. Ja, bleibt Reyes eigentlich zu wünschen, dass der da erfolgreich zurückkommt. Wir hatten ja oft in Runde 5 drüber gesprochen. Die Vermutung, es liegt halt nahe, dass du besiegst hier jeden, ja, auf deinem Weg nach oben, auch gegen Cannonier gewonnen. Dann kämpfst du gegen den Greatest of All Time. Alle sagen dir, du hast gewonnen.
Ja, was ist denn Blachowicz jetzt noch für ein Gegner? Ich, Leute, ich habe gegen John Jones gewonnen. Jetzt soll ich nicht mit Blachowicz fertig werden? Ja, und dann verliert er halt diesen Titelfight und dann fängt halt die Abwärtsspirale an. Anthony Smith ist halt Anthony Smith, so. Nate Landwehr gegen Uhu Choi, das ist so ein Fight, ja, Nate the Train und so, aber das ist ein Fight, den könntest du ja eigentlich mit ganz anderen Fights in den Prelims ersetzen. Bryce Mitchell gegen Kron Gracie, keine Ahnung, die kämpfen hier um den, wessen Erde ist am flachesten Titel. Bryce Mitchell, auch so ein weirder Dude, wollte irgendwas beweisen. Und also das ist so ein bisschen Aluhut-mäßig, wollte da was beweisen und nennt als Beweis das Kinderlied Twinkle, Twinkle, Little Star. Keine Ahnung, einfach mal Bryce Mitchell Twinkle, Twinkle, Little Star googeln. Aber Achtung, es kann sein, dass ihr da ein tiefes Rabbit Hole fallt. Cyril Gane gegen Volkov, ein Fight, der sollte eigentlich schon in Abu Dhabi stattfinden. Ganz klar hier der nächste Gegner. Hier wird darum gekämpft, wer darf als nächstes gegen Tom Aspinall ran. Geiler Fight. Cyril Gane kämpft mir leider ein bisschen zu selten, ja. Also man könnte bei Cyril Gane meinen eigentlich, dass er Dagestani ist und immer nur in Abu Dhabi kämpft, weil er kämpft halt auch nur einmal im Jahr. Er hat letztes Jahr einmal gegen Spivak, letztes Jahr auch gegen Jones. Oh, ich entschuldige mich. Nur dieses Jahr kämpft er einmal. Es kam mir so ewig vor. Wann hat er denn gegen Spivak auch gekämpft? Das ist ja so skurril. Das schockiert mich gerade ein bisschen. Nee, okay. Tut mir leid, macht 2 Fights im Jahr. Der hat sogar schon mal gegen Volkov gekämpft. Okay, das überrascht mich. Ich habe den Fight gar nicht mehr im Kopf, bin ich ehrlich. Volkov hat sich aber auch weiterentwickelt. Ja? Das heißt, wenn wir hier sehen, was steht denn hier? 2021, Volkov. Der hat sich viel, viel stärker weiterentwickelt. Das haben wir gesehen gegen Alexander Romanov, gegen Rosenstrike, gegen Taito Iwasa. Aber vor allem haben wir es gesehen gegen Sergej Pavlovich. Sergej Pavlovich galt ja auch als das Ding, der Brecher da, ja, der russische Kampfpanzer da im UFC Heavyweight. Verliert gegen Aspinall, verliert gegen Volkov. Volkov hat das gut gemacht. Also, ein geiler Fight. Kann man nicht anders sagen. Schafferin Rahmanov und Ian Gary, genauso ein geiler Fight, Mann. Hey, die beiden kennen sich. Beide zu 0, 18-0 gegen 15-0. Respekt an beide. Respekt an Shavkat Rahmanov, dass er hier nicht so einen sicheren Titelfight abwartet, sondern viel lieber sagt, komm, gib mir jemanden und dann bekommt er, oder dann nimmt er sogar jemanden, den er kennt. Und Props an Ian Gary, der Eier aus Stahl hat. Ja, man kann ihn haten und über ihn lachen und was auch immer, aber der hat Eier aus Stahl und die beweist er auch. Hat zuletzt gegen MVP gewonnen, gegen Jeff Neal, gegen Neil Magny. Und jetzt kämpft er gegen Shavkat, dem Boogeyman. Leute, jeder meidet es, gegen Shavkat zu kämpfen. Und Ian Gary ist der Einzige, der diesen Fight annimmt. Mir kann keiner sagen, dass Ian Gary keinen Respekt verdient hat für diesen Move. Ja, der hat wirklich Respekt verdient für diesen Move. Shavkat, ja, ich finde es ja so skurril, wie ähnlich diese letzten drei Gegner sind. Die letzten drei Gegner von Shavkat, ein guter Striker. Und dann kommt Jeff Neal und dann kommt Neil Magny. Die letzten drei Gegner von Ian Gary. Ein guter Striker. Und dann kommt Jeff Neal und dann kommt Ian Gary. Fehlt nur, dass die beiden noch gegen Daniel Rodriguez gekämpft haben, aber dazu kam es nicht. Ja, insgesamt, Shavkat dürfte das machen. Shavkat ist halt die Finish Machine. Guckt euch mal hier alles an. Shavkat kennt keine Decisions. Auf der anderen Seite kennt Ian Gary Decisions halt ziemlich gut. Also, du gehst echt 2024, gehst in eine Split-Decision mit Jeff Neal. 2023 gehst in eine Decision mit Neil Magny. Und dann noch eine Decision mit Michael Van Page. Ne? Ian Gary ist halt die Decision-Machine. Muss man schon ein bisschen zugeben. Trotzdem wird das ein geiler Fight. Ich denke, beide gehen davon aus, dass sie den anderen besiegen können. Und wenn sowas existiert in einem Fight, dann verspricht es auf jeden Fall, ein geiler Fight zu werden. Ich hoffe auf eine Striking-Schlacht. Ich kann mir vorstellen, dass auch gerungen wird, gegrappelt wird und dort, ich sehe beide tatsächlich ausgeglichen. Ich finde es krass, dass Ian Gary so ein Underdog ist oder Shavkat so ein Favorit. Ich würde es ausgeglichen sehen, ich würde mein Haus nicht auf Shavkat verwetten. Main Event, Kai Asakura gegen Alexandre Pantoja. Ja Leute, der letzte Titelfight 2024 ist ein Titelfight im Flyweight. Nicht das Jahresende, was wir uns erhofft haben. Es hätte ja Belal gegen Shavkat sein sollen. Aber wann gibt's das, dass jemand im UFC-Debüt einen Titelfight bekommt? Gibt's doch nie, oder? Kai Asakura kommt von Ryzen. Ryzen ist der geistige Nachfolger von Pride. Das heißt, das ist der geistige Nachfolger vom selben Gründer, vom selben Boss, vom selben japanischen Dana White.
wie damals Pride, ja, der kommt von Ryzen. Ich mag Ryzen, wenn sie ihre Veranstaltung haben, wo sie im überdimensionalen Ring kämpfen, dann liebe ich Ryzen. Wenn Ryzen versucht, in einem Käfig zu veranstalten, feiere ich die nicht so. Ich denke, so der berühmteste Fighter, den wir von Ryzen kennen dürfte, also der jetzt in der UFC ist, ne? Ich meine jetzt nicht so ein Floyd Mayweather, der schon mal bei Ryzen gekämpft hat oder sowas, der dürfte Jiří Procházka sein. Pantoja steht 9-0 gegen die Top 10 im UFC Flyweight. Versteht das aber nicht falsch. 9-0 bedeutet in dem Fall nicht, der hat gegen 9 Fighter aus der Top 10 gewonnen. Gegen manche hat er halt schon mehrmals gekämpft, ja. Ich meine, gegen Moreno hat er mehr als einmal gekämpft. Gegen Royval hat er mehr als einmal gekämpft. Er hat halt gegen alle gewonnen. Was willst du bei Pantoja machen? Pantoja, Siege gegen Erzeg, Royval, Moreno, Alex Perez, Manel Kape, Askar Askarov, Matt Schnell. Davison, hat er damals von Figueiredo den Titel gewonnen? Nee. Ich meine, er hat damals gegen Figueiredo, hat er doch... Ich meine, gegen Figueiredo hat er verloren, aber was soll's. Hat 2018 schon gegen Brent Moreno gewonnen. Ja, Pantoja eigentlich unbesiegbar. Wenn man sich seine Fights anguckt, dann... dann doch nicht so unbesiegbar. Das murks mich so ein bisschen bei Pantoja. Hat nach 2 Runden, sieht er aus, als ob er keine Ausdauer hat. Und dann geht er trotzdem 5 Runden mit Ausdauer. Vielleicht ist deshalb sein Spitzname der Kannibale. Ja, der Champion mit der erfolgreichen Titelverteidigung. Ich mag Pantoja, ich liebe den Dude. Ich will ihn nicht verlieren sehen. Aber Kai Asakura ist so ein flinker Japaner, Mann. Der kommt, um zu ballern. Also Leute, eins muss man dazu sagen. Näher als das wird es niemals ein Champion vs. Champion geben. Kai Asakura hat seinen Titel abgegeben bei Ryzen, um UFC-Fighter zu werden. Niemand wollte gegen Asakura kämpfen, deshalb kriegt er einen Titelfight. Hey, okay, Mahlzeit. So, es wird niemals näher als das hier kommen, wenn wir darüber sprechen, UFC-Champion versus Champion einer anderen Promotion, in dem Fall eben Ryzen. Was die Japaner gut können, sind nicht die hohen Gewichtsklassen, werden sie leider auseinandergepflückt, haben wir gesehen, Ryzen vs. Bellator. Aber, und das ist das große Aber, bei den niedrigen Gewichtsklassen, da sind die Asiaten extrem gut, sieht man ja auch bei One, sieht man jetzt hier bei Ryzen. 60-40, ja, kommen 60-40 für Alexandre Pantoja. Leute, das UFC 310. Alles Namen, die man ja irgendwie kennt. Alles Namen, die man schon mal gesehen hat, die man schon mal kämpfen sehen hat. Alles Namen, auf die man sich ja doch irgendwie freut, oder? Es gibt übrigens leider keine Watchparty diesmal. Leute, bitte verzeiht mir. Vielleicht machen wir alternativ als Ausgleich. Komm, als Ausgleich machen wir zu Kobe Covington vielleicht eine Watchparty. Müsst ihr mir unten reinschreiben, wer bei Covington am Start ist. Ja, Leute, schreibt mir eure Meinung zu UFC 310 unten rein. Ich gebe dem Pay-Per-View... Boah, so eine solide 7 von 10, oder? Ja, komm, ja, aber ja, was ist dann eine 10 von 10? Nee, es sind 7 von 10 oder 6,5 ist aber auch wieder viel zu niedrig. Ja, komm, bleiben wir bei 7 von 10. Ja, euer Scoring, bin ich mal gespannt, wie viele Punkte von 10 gibt ihr diesem UFC Pay-Per-View? Schreibt es unten rein, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn euch dieses Video hier gefallen hat. Und damit, bis zum nächsten Mal.